Moin Jungs, 80's Bacon, willkommen zur 477. Folge meines Minecraft Nossel Let's Plays. In der letzten Folge haben wir. Das ist nervig. In der letzten Folge haben wir ganz viel von den Inksacks gesammelt. Und in dieser Folge werden wir daraus schwarze Wolle machen. Weil wir daraus erstmal schwarze Farbe machen. Und dann machen wir daraus schwarze Wolle. Und dann gehen wir mal eben gucken. Und ich assume einfach immer, dass ich die Elytra anhabe. Dann gucken wir mal eben, wie viel Wolle wir jetzt hier drin haben. Weil wir waren ja länger nicht hier. Wir haben natürlich auch immer wieder AFK. Hallo, schöne Frau. Bisschen hier gestanden, damit das hier halt alles vorangeht. Die sehen auch noch okay aus. So. Guck mal, hier kommen wir sogar mit einer Rakete hin. Ja, nee, never mind. Als ob. Ernsthaft? Knapp. Wir kommen hier fast mit einer Rakete hin. Vielleicht, wenn wir ein bisschen näher wären, würden wir es sogar schaffen. Aber gut, egal. So, guten Tag. Wir brauchen zunächst einmal wieder ein paar Polished Andesite Slabberinos. Und zwar 8. Dann brauchen wir wieder ein Lagerfeuer tatsächlich, aber das machen wir nicht jetzt, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Abwechslung. Warte mal, muss mal hier so ein bisschen Platz schaffen. Ich esse einfach mal den Apfel. Mach das mal so. Wir haben auch noch hier ein paar Stiggies. Machen das einfach. Ah. So. So viele, wie wir halt können, ne? Und dann Bogen brauchen wir gerade nicht. Wie haben wir das da gemacht? Auf dem unteren der beiden hatten wir die. Hatten wir hier das Lagerfeuer. Und dann sind wir einen nach oben gegangen. Okay. Soweit, so gut. Dann mache ich jetzt nochmal eben. Bauen wir uns mal eben nochmal hier hoch. So. Und machen. Wir machen was. Wir machen nicht. So. Dann machen wir so. Einfach nur, damit wir das eben gebaut kriegen. Ob wir das jetzt wirklich so lassen müssen, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie letztendlich genau hier die Form wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das sogar so lassen werden. Weil wir eine 2 machen. So, ich würde sagen, wir ziehen das nochmal ein weiter in beide Richtungen. So. Und dann gehen wir so. Gehen wir überall ein breiter. Okay, mit dem Schwarz sieht man leider sehr schlecht. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Ist halt ein bisschen blöd, weil man genau gucken muss, ob man auch trifft, da wo man treffen möchte. Im Grunde gibt es deutlich schlimmere Sachen. So. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache ansprechen. Und zwar in den Kommentaren zu der letzten Folge. Ich hatte ja in der letzten Folge darüber geredet, dass ich überlege, irgendwas irgendwann mal im Meer zu bauen. Und dann hat Dreispatz geschrieben, so eine Unterwasserkuppel mit Zugang zum Festland. Und das möchte ich auch auf jeden Fall auch mal bauen, also es steht auf der Liste. Aber es steht tatsächlich nicht für irgendwo im Meer auf der Liste, sondern für da. Ich würde gern hier irgendwie so eine Kuppel bauen. Das wollte ich damals schon, als wir hier gerade dieses Haus fertig hatten. Also so Folge 40, 20 sogar, vielleicht sogar. Dass wir hier so ein paar Kuppeln unter Wasser haben und dann so einen festen Gang unter Wasser zum Festland und dann so einen Aufzug nach oben. Das fände ich ziemlich cool. Wie genau, natürlich kein Plan. Aber ist ja egal. Das war ein Fehler. Hier reinzugehen. Und außerdem bin ich mir auch gerade nicht ganz sicher, wie ich das jetzt hier machen möchte. Alter, war das sick! So, wir haben tatsächlich echt nicht so viel
schwarze Wolle, wenn ich das hier mal so sehe. Und ich dachte, das wäre irgendwie ausreichend oder ansatzweise ausreichend, aber we're not even scratching the surface, um mal die anderen Sprachen hier einzubringen, beziehungsweise die andere einzige Sprache, die ich noch kann. So, pass auf. Das ist der Fuß von dieser 2, ja? Hier geht nochmal eine 2. Wir müssen jetzt hier so schräg nach oben und dann so drehen. Bedeutet, ich mache jetzt einfach einmal den Umriss. Ja. Okay. Dann hier hin. Und dann... Au. Hier hin. Und dann hier hin, hier hin. Das ist eigentlich dumm gewesen, aber egal. Zack. Und nach hier. Okay. Das ist ungefähr der Umriss. Ich sage nicht, dass der so bleibt. Ich sage nicht, dass ich den so gut finde. Ich sage nur, dass das ungefähr der Umriss ist. Okay. So. Das müssen wir natürlich dann komplett machen. Aber man kann zumindest erkennen, dass das eine 2 ist. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ne? Das kann man ja auch nicht immer sagen. Ich würde sagen, wir gehen einmal nach hier. Ja, das ist eine 2. Clear as day, das ist eine 2. Ich weiß nicht, ob es eine schöne 2 ist. Könnte vielleicht sogar noch einen Ticken nach da rechts. Aber dass man hier diesen Zweiersatz hat und nicht komplett so, das war tatsächlich eine gute Entscheidung, auch wenn ich mir erst nicht sicher war. Aber doch, ich finde es gut. Was ich allerdings finde, ist, dass der Basisteil viel zu fett geworden ist. Da können wir auf jeden Fall noch einen Block wieder rausnehmen. Der ist ja gerade 3 breit. Da können wir auf jeden Fall 2 breit draus machen. Das ist zu fett. Vor allem, wenn wir das überall auch noch machen, dann sieht das am Ende einfach nur scheiße aus. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehme ich hier jetzt nochmal einen überall raus. Dann müssen wir das natürlich anpassen. Aber das müssen wir eh anpassen, weil ich das noch weiter ziehen möchte nach links oder nach hier. Und dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Wie genau wir das dann machen, dass das so eine 3D-2 ist, kein Blassen, welcher Teil dann weiß wird, welcher Teil nicht. I don't fucking know, my dudes. Aber dafür sind wir hier, um es rauszufinden, ne? So, ich mach mal eben, solange ich das noch kann. Ist zwar sehr schön mit dem Lens Flare, aber ich sehe nichts. Ich sehe natürlich so oder so nichts, weil es schwarz ist. Und es einfach sehr dunkel ist. Aber gut. Ich meine, guck mal, so. Es ist ja fast pechschwarz. So, jetzt sieht man gar nichts mehr. Bam. Dann müssen wir den so machen. Der hier muss noch einen runter. Und dann müssen die weg. Warte. So. Der muss wieder weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Dann müssen wir hier das wieder einsammeln. Ich setze jetzt hier einmal so ein Ding hin. Das sieht eh keine Sau. Einmal gucken, ob hier unten irgendwas gelandet ist. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich war ganz ordentlich. Hat nicht geschlabbert. Ich so Müsli essen oder so. Okay. Ups. Der sieht echt cool aus mittlerweile. Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte echt Schiss teilweise, weil das so lange gedauert hat. Ich wollte natürlich euch auch nicht langweilen, aber ich wollte den halt auch fertig kriegen. Und ich hatte teilweise echt Schiss, dass ich das nie hinkriege. Aber es hat nochmal geklappt. Jetzt fehlen, da fehlen natürlich jetzt 2 Eckblöcke, deswegen sieht das ein bisschen krüppelig aus. Aber gut. So. Streng genommen muss ich das auch 2 breit machen, oder?
Pass auf, ich versuche jetzt da drauf zu landen. Bam. Also streng genommen muss ja hier einer hin und hier einer hin. Und dann muss hier streng genommen überall noch einer drauf, oder? Ich glaube schon. Nebenbei, eine Sache, die ich ganz kurz mal ansprechen möchte. Es gibt einfach dieses Jahr noch ein neues Pokémon. Die 9. Generation. Scarlet und Violet. Also Scharlach und Violett. Scharlach, Digga. Ich weiß tatsächlich noch nicht, welche ich mir holen werde. Ich finde Scharlach, die Farbe ist halt geil. Also Scarlet ist halt auch zusätzlich noch positiv wegen einmal Scarlet Witch und Scarlet Johansson. Das ist beides sehr positiv. Man kommt hier auf jeden Fall doch mit einer hin. Aber Violett finde ich halt auch eine sehr schöne Farbe. Ich mag Lila tatsächlich ziemlich doll. Vor allem, weil Lila auch ziemlich gut mit Orange passt. Und Orange ist meine Lieblingsfarbe. Und wenn ihr das Formel 1 Let's Play von mir kennt, wisst ihr, dass mein Auto Orange, Blau und Lila war. Also das passt halt dann schon doch ziemlich sehr zu mir. Ich weiß, man weiß natürlich noch nicht, wie die Legendären aussehen. Und daran mache ich es wahrscheinlich dann eh wieder fest. Weil das habe ich bis jetzt auch immer gemacht. Aber ja. Das wird sehr interessant. Und das, was man in dem Trailer gesehen hat, der Trailer war irgendwie ein bisschen lost. Weil was war dieses bisschen da am Anfang mit diesem Officer? Das habe ich nicht verstanden. Aber gut. Nintendo ist halt Nintendo. Muss ich auch nicht verstehen, ne? Meine Hauptsache, die verstehen's. So, ne, das passt. So. Ich versuche gerade einfach nur den Umriss zu schaffen. Ich habe keine Ahnung, ob das hier richtig ist, was ich mache, oder wie das aussehen wird am Ende. Es macht halt auch gar keinen Sinn, einen Heißluftballon in Form einer 2 zu machen, weil der hat ja einfach Luft in der Mitte. Ja. Wird interessant, sagen wir mal. Sagen wir mal so. Gut, dass wir nicht in der Realität sind. Sowieso, aber gerade jetzt auch in dem Thema. Um nochmal zurück zu Pokémon zu kommen. Was man da gesehen hat, fand ich da ziemlich interessant aus. Grafik natürlich Nintendo-technisch nicht der Mega-Burner. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich viel erwartet, solange es besser aussieht als Pokémon Legends of Arceus oder Arceus oder Arceus oder Zeus oder Bastard, keine Ahnung. Wie auch immer ihr es aussprechen möchtet. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es aussprechen möchte. Deswegen Arceus von mir aus heißt der. Das sieht ja einfach nur grottig aus. Leider. Und an sich, die Idee war ja mega geil. Und das sieht jetzt auch wieder ein bisschen mehr Open-World-mäßig aus, wie auch schon Schwert und Schild. Und es sieht von der Grafik ungefähr auch aus wie Schwert und Schild, finde ich. Oh, ja, das wird hier, das wird schwer. Das wird wirklich noch schwer. Verdammt. Das wird wirklich noch schwer. Holy shit. Ich habe keine Ahnung, wie ich die 2 da hinkriegen soll. Mach nicht so einen Lärm. Friss, du Kek. Ja, komm doch. Spatz. So. Da war ich gerade zu doof, um das Ding auszuwählen. Warum klappt es jetzt schon wieder nicht? Gerade hat es geklappt. Und jetzt hat es schon wieder nicht geklappt. Boah, ich weiß gerade echt nicht, wie wir das machen wollen. Oder wie das überhaupt geht. Oh Leute, hier ist noch einer. Nein! MJ, ich rette dich! Ich bin fast gestorben, das ist das Einzige, was passiert ist. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, Digga. Holy shit. Nein! Lass mich raus! Ich muss raus! Digga, wenn ihr noch nicht Spider-Man No Way Home gesehen habt. Ja, dann tut's mir leid. Holt das nach, ihr Ottos. Worauf wartet ihr? Bald kommt schon die Blu-ray und ich hab sehr viel Bock, da
25 Euro für auszugeben. Also wirklich jetzt unsarkastisch, weil der Film so geil war. Ich glaube, es ist halt safe mein Lieblingsfilm. Of all time. Oder, ja, was heißt of all time? Aber halt den ich bisher gesehen habe. Und das macht er dann schon wieder zu all time. Deswegen hört mir einfach nicht zu, wenn ich rede. Laber nur Scheiß. Ja. Wir sind nicht wirklich weitergekommen mit dem Ding. Es macht wenig Sinn in meinem Kopf. Ich kann es mir gerade noch nicht so ganz vorstellen, was ich hier eigentlich erreichen möchte. Also die 2, die haben wir. Die schwarze 2 ist gut. Wie ich das mit dem Rest jetzt verbinde, I don't fucking know. Also so gar nicht. Und wir sind auch noch fast richtig hart gestorben, weil ich cool sein wollte und Spider-Man nachmachen wollte. Weil ich Komplexe habe, Kappa. Ja. Ich weiß auch gerade tatsächlich nicht mehr, ob ich die Farbkombi so geil finde. Weil wir haben halt schon einen weißen. Und wenn wir jetzt noch was Weißes machen, ein bisschen langweilig, weil eigentlich sind Heißluftballons immer bunt. Und wir haben gerade über Orange und Pink und Lila gesprochen. Und das sieht, glaube ich, tatsächlich geiler aus. Wie dem auch sei, das werden wir in der nächsten Folge bestimmt noch weiter erörtern. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge wieder. Jetzt wird mir sonst schlecht, wenn ich das noch weitermache. Danke fürs Zuschauen. Ja, macht's gut. Ja, bis dann. Ja. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.